In der rot-rot-grünen Koalition in Berlin gibt es Streit um die Einstufung des Klimabündnisses Ende Gelände im Verfassungsschutzbericht 2019. Die Umweltaktivisten werden dort als linksextremistisch geführt, wie der Tagesspiegel zuerst berichtete. Diese Einschätzung sei falsch und ein fatales Signal, erklärte grünen Umweltpolitiker Georg Kössler laut dpa. Ende Gelände sei eine Bewegung, die aus der Mitte der Bevölkerung komme und deren Aktionen für Klimaschutz und gegen Kohle großen Rückhalt hätten. Der linken Bundestagsabgeordnete Lorenz Göster-Beutin erklärte, dass man nach der Logik des Berliner Verfassungsschutzes Gandhi als extremistisch einstufen müsse. Ende Gelände protestiere friedlich, die Einstufung sei ein Skandal und müsse rückgängig gemacht werden. Die Aktivisten sind in NRW für ihre großen Protestaktionen im Rheinischen Revier bekannt, mit denen das Bündnis den sofortigen Kohleausstieg gefordert hat. Zuletzt protestierte das Bündnis gegen das umstrittene Steinkohlekraftwerk Datteln 4.